Jo, meine Lieben, ihr befindet euch in Karos Einfallsreich im wunderschönen Schwabach. Ich habe heute mit euch ein kleines Projekt vor, oder eigentlich ein größeres, nämlich einen Adventskalender. Und so ein Adventskalender, der hat ja 24 Türchen, deswegen ist man schon eine Weile beschäftigt. Was ich euch heute zeigen möchte, ist diese Verpackungsidee. Die öffnet sich hier nach oben und dann nochmal so nach unten. Das heißt, wir haben hier so ein kleines Guckfensterchen. Und das finde ich eigentlich ganz süß. Es hat einen ganz netten Effekt. Und außerdem macht es die Box auch ein bisschen stabiler, dadurch, dass der Deckel doppelt ist, sozusagen. Aber wie gesagt, diesen Effekt finde ich einfach irgendwie ganz cool. Ich habe gearbeitet mit dem Designerpapier. Ich muss nachschauen, wie es heißt. Schlecht vorbereitet. Weihnachten im Herzen. Das ist dieses hier, was ihr hier auch seht. Das finde ich sehr, sehr schön. Da sind die Farben drin. Flüsterweiß, Glutrot, Waldmoos und Farngrün. Und auch mit denen habe ich hier weitergearbeitet. Also die Boxen sind in Glutrot, Farngrün und Waldmoos. Genau, dann habe ich noch ein bisschen Schleifenband verwendet. Das ist jetzt nicht von Stampin', aber es gibt ein ähnliches im Katalog. Und ich habe verwendet dieses Stempelset aus der Kreativwerkstatt. Da habe ich hier diese Zahlen rausgenommen, die gefallen mir sehr gut. Und die haben von der Größe ganz gut gepasst. Und ich habe mit zwei Stanzen gearbeitet. Und zwar einmal, sieht man jetzt schlecht, der 1,5 Inch Kreisstanze. Und dieser Ornamentstanze, das ist das Stanzenpaket Christbaumzierde. Das sind ja zwei im Paket und die größere ist da aber zu groß dafür. Und deswegen habe ich die kleine genommen. Genau. Wir können gleich mal loslegen, wenn ihr mögt. Und zwar habe ich verwendet, legen wir die mal ein bisschen hier zur Seite. In dem Fall ist es Cardstock in Waldmoos in den Maßen 8 3/16 mal 3 3/4 Inch. Warum Inch? Nachdem wir 24 von diesen Päckchen machen müssten, haben wir ja ein bisschen was zu tun mit dem Falzen. Deswegen nehme ich statt des Papierfalters, statt des Falzbretts, Schneide- und Falzbretts, lieber hier dieses Falzbrett von Stampin' Up. Da gibt es auch eine metrische Einteilung, das kann man dann hier drauflegen. Ich finde die aber komisch, weil die so ganz komische Abstände hat. Und ja, deswegen arbeite ich mit dem, deswegen habe ich Inchmaße verwendet. Ihr könnt aber auch mit Zentimeter arbeiten. Die Angaben für die Zentimeter sind in der Infobox, genauso wie jetzt auch hier die ganzen Maße, mit denen ich arbeite. Das heißt also, müsst ihr nicht mitschreiben, könnt ihr einfach so nehmen. Dieses Stück Karton falzen wir auf der kurzen Seite jeweils bei 3/4 Inch. Auf beiden Seiten und auf der langen Seite bei 2 1/4 und 3 und 5 1/4 und 6. Das heißt, wir haben ein Grundmaß von unserer Box hier, diese Basis, die hat ein Grundmaß von 2 1/4 mal 2 1/4 Inch. So, und dann mache ich mir hier noch eine kleine Markierung, einfach nur so einen Punkt rein. Das erkläre ich euch später, warum ich das mache. Gut, dann haben wir einmal fertig gefalzt. Wenn ihr das öfter macht, dann würde ich euch empfehlen, einfach erst die 24 Stück Karton zu schneiden, dann 24 Mal zu falzen und so weiter und so fort. Dann seid ihr wahrscheinlich schneller. Ich ziehe mir jetzt die Falzen einmal nach mit dem Falzbein. Weil ich finde, man kann hinterher schöner neben der Falz schneiden. Ich schneide mir die Falz immer weg. Ihr könnt meinetwegen auch erst schneiden und dann falzen. Wichtig ist nur, dass ihr erst falzt und dann diese Aussparung hier stanzt, weil ihr euch sonst mit der Falz hier, das ist da oben recht knapp, dann tut ihr euch sehr schwer, die Falz nachzuziehen, wenn ihr da vorher stanzt. Also mache ich das jetzt gleich. Ich falze jetzt erstmal nach hier. So. Und dann ist jetzt noch was wichtig. Wir haben hier, das sind unsere Klebelaschen, das ist die Basis, das sind die Flügel, so nenne ich das jetzt mal.
Und die Klebelaschen, merken wir uns, bleiben an der Basis. Das heißt, die ersten Schnitte, die ich mache, sind hier, um praktisch die Klebelaschen von den Flügeln zu trennen. So, jetzt sind hier unsere Flügelchen einzeln und die Klebelaschen sind an der Basis dran. Gut. Jetzt könnten wir natürlich normalerweise, wenn wir eine Box basteln, würden wir jetzt hier die Klebelaschen noch einschneiden und dann könnten wir die Klebelaschen hier zu der Seite hin festkleben. Das möchte ich in dem Fall nicht, weil wenn wir hier unsere Box öffnen, dann würden die Klebelaschen ja dann hier kleben. Und dadurch, dass wir hier einen doppelten Deckel haben, der jedes Mal diese Einstecklaschen hat, haben wir hier ja praktisch eine dreifache Schicht, ja? Also auf den Seiten. Wenn jetzt auch noch die Klebelaschen hier kleben würden, dann wäre es zum einen sehr dick und zum anderen würden wir jedes Mal mit diesen Einstecklaschen an den Klebelaschen hängen bleiben. Deswegen müssen wir da ein bisschen tricksen. Das ist nicht weiter schlimm, aber wir müssen uns halt da was einfallen lassen sozusagen. Und zwar schneiden wir jetzt nicht so ein, sondern wir schneiden so ein. Sieht man das im Licht? So. Das heißt, die Klebelasche geht jetzt so rum ab und lässt sich entsprechend so rum reinkleben und klebt hier an der Stelle und nicht an der Stelle. Ja? Die können wir uns dann noch so ein bisschen anschrägen. Und dann haben wir hier unsere Klebelasche. Ja? Also nicht so einschneiden, sondern, mal geh her, so rum und anschrägen. Damit ihr mir jetzt aber nicht dabei zuschauen müsst, wie ich das viermal mache, habe ich da schon was vorbereitet. So, da habe ich das einmal rundherum gearbeitet. Das ist das, was wir dann haben möchten. Also so soll es dann ausschauen, wenn ihr fertig seid. Was ich jetzt auch schon gemacht habe, zum einen habe ich mir hier doppelseitiges Klebeband draufgeklebt zum Zusammenkleben später. Soweit sind wir noch nicht. Aber ich habe mir hier die Ecken abgerundet. An den Außenecken ist das ja kein Problem. Da kommt man ja gut ran. Also ich habe hier dieses alte Modell verwendet. Das ist so ein Falzbrett. Das gibt es jetzt momentan nicht mehr. Es gibt aber im Hauptkatalog eine so eine Trio-Stanze, wo man auch die Ecken abrunden kann. Aber auch bei der ist es so, dass man hier eine Ecke braucht, um reinzukommen. Jetzt komme ich ja hier mit dieser Ecke, komme ich ja da nicht rein. Wie habe ich es also gemacht, dass ich hier diese Ecken auch abgerundet habe? Mir da auch ein bisschen beholfen. Ich klappe die Teile, wo die Klebelaschen dran sind, nach innen weg und klappe mir die anderen Teile so runter. Und dann habe ich diese Ecken hier frei. Also, die Klebelaschen wegklappen und die Flügel einklappen. Und dann habe ich die Ecken frei und kann mir die hier auch abrunden. Man könnte jetzt diese Flügel hier auch einfach nur anschrägen. Dann kommt man auch um die Kurve rum. Das ist nur damit dazu da, dass wir hier besser reinkommen mit der Lasche und dass sie hier nicht anstoßen, wenn wir die Box schließen. Kann man auch einfach anschrägen, aber das schaut halt immer so ein bisschen hübscher und professioneller aus. Deswegen machen wir das so. Gut. Dann sind wir jetzt bei dem Teil, wo wir hier unsere Aussparung machen. Wir haben also, wenn ihr jetzt erst geschnitten und angefalzt habt, haben wir jetzt hier auf jeden Fall diese Falz schon nachgezogen. Und dann nehmen wir uns diese Christbaumzierde-Stanze. Und jetzt nehme ich mir diese zweite Falzlinie als Hilfslinie. Diese zweite Falzlinie bildet eine Linie mit der Kante von der Stanze. So, und dann kommen wir auf die richtige Höhe, also zumindest die Höhe, die ich für schön empfunden habe. Ja, und dann richten wir das Ganze hier noch ein bisschen mittig aus. Muss ich jetzt mal so ein bisschen drüber gucken. Verzeiht mir, wenn ihr jetzt nicht mehr ganz in der Kamera seid. Weil der innere Monk in mir möchte, dass das gerade ist. Jetzt bin ich hinterher kein Happy Camper mehr. Und dann stanzen wir das aus. Boah, das schaut doch ganz gut aus hier.
So, und deswegen habe ich mir hier auf der Seite, das ist nämlich hier, ist jetzt meine kleine Markierung, diesen Punkt, wenn ihr den seht, deswegen habe ich mir hier eine Markierung gemacht, weil wir haben ja 8 3/16 Inch und nicht 8 1/4 Inch. Ja, das ist, heißt also, eine von diesen Seiten ist minimal kürzer. Das ist nämlich diese hier. Und die habe ich deswegen ein bisschen kürzer gemacht, damit wir hier, damit die diese obere Lasche praktisch hier so ein ganz kleines bisschen kürzer ist, damit wir dadurch, dass es hier ja das alles doppelt ist, dass wir hier vorne besser um die Kurve rumkommen. Ja, damit es hier nicht zu lang ist, damit wir hier nicht anstoßen und nicht mehr rumkommen, weil es ja doch recht stramm sitzt jetzt hier. Deswegen ist diese Lasche so ein bisschen kürzer. So, und deswegen habe ich mir das markiert, damit ich weiß, das ist die Oberseite, da muss das Loch rein. Damit das Ganze jetzt noch ein bisschen hübscher wird, dekorieren wir das noch mit Designerpapier. Also, kann ich vielleicht drauf lassen, mein Kleberle. Das ist das Designerpapier, das habe ich in 2 1/8 × 2 Inch geschnitten. So rum, das ist hier die 2-Inch-Seite, hier, und das ist die 2 1/8-Inch-Seite, weil wir haben hier die Deckellasche sozusagen, ist 2 1/4 Inch breit. Und sie ist aber ein bisschen kürzer, haben wir ja gerade erklärt, ne? Deswegen reicht es da, wenn das 2 Inch ist. Hat auch den Vorteil, dass wir aus einem Streifen 2 1/8 Inch in der Breite 4 solche Stückchen kriegen, weil ja das Designerpapier 12 Inch lang ist. So, das kleben wir jetzt da drauf. Dann nehme ich Flüssigkleber und ich klebe mir hier, mache mir hier praktisch Kleber einmal um unsere Aussparung. Rundrum und dann hier an den Kanten vom Papier. So, gut. Und dann klebe ich mir das hier mit gleichmäßigem Abstand auf. Jawohl. Schaut ganz gut aus. Dann drehen wir uns das Ganze um. Machen wir hier, oh, das ist nicht schön. Habe ich ein bisschen gesaut. Lülü, hat keiner gesehen. Da sind wir jetzt auf der Innenseite. Und dann nehmen wir uns wieder die Stanze und stanzen uns einfach hier unser Ornament wieder aus. Und dann schwupp, Loch leer, da mal Loch. Hier einmal ausgestanzt. Wunderbar. Das hier schmeißen wir nicht mit, weg, weil das nehmen wir jetzt für die Innendekoration. Oh, es klebt an mir, es möchte auch gar nicht weg. Zwar setzen wir uns jetzt zuallererst mal die Box zusammen. Habe ich denn mein Pixi hin? Ja, ist der Pixi. So, einmal das Trägerpapier einmal rundherum abziehen. Und fort. Ah, ich habe noch was vergessen. Naja, das können wir auch machen, wenn es zusammengesetzt ist. Wurscht. Also einmal hier. Und da würde ich jetzt auch so ein bisschen Spiel lassen. Also nicht ganz auf Kante kleben, sondern dass man die Falznaht noch gut sehen kann. Dann haben wir ein bisschen besser, ein bisschen mehr Spiel, wenn wir dann diese ganzen Laschen da noch einsetzen müssen. Nur so, dass man die Kante da noch ein bisschen sieht. So. Ups. Ich stelle mich heute aber auch wieder an. Und zusammen. Und ein letztes Mal. Wunderbar. Gut. Dann können wir das jetzt hier schon mal zusammensetzen. Klappt. Das ist prima. Und dann setzen wir uns als Deko dieses Teil, was wir jetzt gerade ausgestanzt haben, hier so rum wieder rein. Mit der anderen Seite. Da nehme ich jetzt auch wieder Flüssigkleber. Na, geh her. Und dann setze ich mir das hier einfach da rein, wo das Loch ist. Wunderbar. Machen wir nochmal auf, dann können wir nämlich ein bisschen gegendrücken. Und jetzt haben wir auch gesehen, was ich vergessen habe.
Und zwar habe ich ja hier noch die Kreisstanze 1,5 Inch. Und mit der mache ich mir jetzt auf beiden Seiten so ganz kleine Eingriffslöcher. Da könnte man sich jetzt die Mitte ausmessen oder man hofft einfach, dass es mittig ist. Und das Gute ist, wenn es nicht ganz mittig ist, ist der einzige Mensch, der es sieht, derjenige, der es gebastelt hat, allen anderen fällt es im Leben nicht auf. So, nee, jetzt passt schon so, das muss jetzt passen. Gut. Und dann kleben wir uns hier noch eine Zahl drauf. Jetzt nehmen wir mal die 24, weil damit wir wissen, 24 Adventskalender, 24 Türchen, nehmen wir mal die letzte. Tun wir mal so, wie wenn ich schon 24 gebastelt hätte. Und da könnte man jetzt auch Dimensionals nehmen oder sowas. Aber ich klebe es jetzt einfach auch mit Flüssigkleber auf. Sowieso schon Materialschlacht hier. Man muss es ja nicht übertreiben. Genau, das setze ich auch hier mittig rein. Hoppala. Und da habe ich mir jetzt ein bisschen beholfen. Das ist auf flüsterweißem Papier gestempelt. Mit dem Stempelkissen in Waldmoos. Und eben diesen Zahlen aus dem Set aus der Kreativwerkstatt. Und da habe ich ein bisschen gemogelt. So eine kleine Kreisstanze gibt es von Stampin' Up nicht. Da habe ich eine vom Konkurrenten genommen. Einfach aus irgendeinem Bastelladen. Die hat 1,6 cm im Durchmesser und die passt genau für diese kleinen Zahlen. Wenn ihr das nicht habt, könntet ihr euch auch einfach Quadrate ausschneiden oder so. Oder diese Zahlen einfach mit der Hand quadratisch ausschneiden oder irgendwie sowas. Das ginge auch. Oder ihr stempelt es direkt aufs Designerpapier. Aber das fand ich, hat man sehr, sehr schlecht gesehen. Deswegen habe ich mir dann nochmal beholfen und habe das mit Weiß hinterlegt. So, dann können wir die Box schon zusammenbauen. Und dann habe ich einfach nur noch Shishi halber ein Schleifchen draufgeklebt. Wie gesagt, so ein ähnliches Schleifenband gibt es auch momentan im Weihnachtskatalog. Wie heißt der jetzt wieder? Mini-Katalog. August, Dezember heißt der offiziell. So, und dann nehme ich mir einfach so einen Mini-Klebepunkt, diese Glue-Dots, schmeiße sie runter, roll mir das ein bisschen zusammen, klebe mir das, setze mir das da dahinter, setze mir dann im Bild, ja, das Schleifchen da oben noch mit drauf. Das finde ich einfach irgendwie süß. Schleifchen haben was, gehören dazu, müssen sein. Was man noch machen könnte, ist, wenn man diesen Adventskalender, also ich würde das jetzt dann so in einen Korb tun, diese ganzen Teile, wenn man das aufhängen will, das war mein Prototyp, da hatte ich mein DSP noch nicht, könnte man hier oben auch ein Loch reinmachen und da so ein Band durchziehen. Das geht auch. Dadurch, dass wir hier diesen doppelten Verschluss haben, dürft es jetzt auch nicht aufgehen. Ich meine, ihr könnt jetzt halt nichts extrem Schweres reintun, weil dann leistet euch das da oben auch aus. Es passt ganz gut die kleine quadratische Schokolade rein. Man könnte rein theoretisch vielleicht auch irgendwie ja, Teebeutel zum Beispiel reinpacken, die würden vom Format wahrscheinlich auch reinpassen. Wenn ihr nichts zu essen haben wollt, könnte man bei Kindern, denke ich, Legosteine reinpacken, die würden vielleicht passen. Oder was ich jetzt vielleicht auch ganz süß finde, sowas wie Puzzleteile oder sowas, das geht auch für Erwachsene. Ja, aber wie gesagt, also vom Format her passt die kleine quadratische Schokolade da rein. Das geht auf jeden Fall immer, das ist die schnellste Variante. Gut, dann packen wir die anderen jetzt da noch mit her. Wir hätten noch ein bisschen zu tun, also fertig wären wir noch nicht, aber ich hoffe, euch hat die Idee gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da, würde mich sehr freuen und viel Spaß beim Nachbasteln und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!